Moin und herzlich willkommen wieder bei Strategy Command American Civil War Imperial Sunrise Szenario. Und die Lage an Land gestaltet sich ein bisschen kompliziert, weil die russische Armee leider sehr, sehr zahlreich ist und hier sogar auch Orte schon zurückerobert hat. Und zur See soll jetzt im Mai, okay, man sieht wegen der Maus, die kann's, aber Mai 1905 ist gemeint. Wir haben Mai 1905, sollte also jeden Moment die baltische Flotte eintreffen, und es gab hier so ein Hinweisfenster, dass die sehr groß sein soll. Bin ich mal gespannt, wie viel da letztlich rumkommt. So müsste man eigentlich die letzten Schiffsreparaturen jetzt noch durchführen. Die Japaner haben halt nur nicht sonderlich viel Geld. Naja, hier können ein paar Einheiten austeilen. Das denke ich mal, sollte man auch dann auch mitnehmen. Aber jetzt seid ihr alle so schön verschanzt, also bleibt ruhig stehen. Ist hier drüben ein bisschen das Problem. Ist die Artillerie an der Front steht, was natürlich auch nicht ganz gesund ist. Und verschiebungstechnisch. Also der Reiter steht hier nebenbei auch im offenen Gelände. Anzug 2 hin oder her, da würde ich ihn lieber hier sehen. In Hügeln auch noch mit ein bisschen Fluss und so. Doch hier, du läufst. Ja, ist wahrscheinlich besser, den nach hinten zu schicken. Kannst du über Port Arthur von hier dann eine 10er Versorgung machen. Und du, denke ich, läufst mal da drüben rein. Dann wären die beiden Divisionen eigentlich schon wahnsinnig wichtig, um sie zu heilen. Kostet allerdings eine Menge, und hier ist vor allem auch eine neue Division, die müsste dann auch bitte los. Ach so, ja, sonst steigt da aus und geht da schon mal Marku vorbei, dann ist da noch jemand. Ist gut, und wir haben noch eine Division. Ach ja, irgendwann in den Kommentaren war mal die Frage, ob man nicht hier einfach platzieren kann, weil diese Stadt direkt zu Japan gehört. Man sieht ja auch die Grenze dran, aber man kann es nicht. Ja, stell dich hin. 300 Punkte. Hier haben wir noch angeschlagene Kreuzer. Gleich mal 100 Punkte. Er gebraucht hier nicht. Schnell holen wir uns den Kreuzer zurück. 100 Punkte. Gut, der steht hier auch etwas frontnah, könnte man sagen. Sonst noch den, und der hält das hoffentlich so irgendwie erstmal noch durch. Und da ist das Geld auch weg. Kannst vielleicht auch mal ein bisschen mit südlicher fahren. Irgendwann lernen die es nochmal, dass man nicht durch Seeminen zieht. Irgendwann. Ja gut, also ich gehe mal davon aus, dass die im nächsten Zug kommen, und dann einfach mal sehen, wie viele das sind. Die können etwas nach vorne, die kaputten noch leicht nach hinten. Mal sehen, wir haben gerade 19 Schiffe mit den Japanern, die Russen haben 10 Schiffe, die wahrscheinlich hier hinten bei Wladiwostok rumstehen. Nehme ich mal an. Ja, und dann wo gleich sehen, wie viele neu kommen. Nee, das oh, der Reiter da ist lästig. Long ist weg, okay, und sie sind noch nicht da. Ich wusste jetzt auch nicht, an welchem Mai-Tag genau. Aber offensichtlich noch nicht. Das ist jetzt wirklich ein bisschen Stress. Wenn hier einfach einer stumpf durchreitet, kann nicht ganz Sinn der Sache sein. Aber eine Division, die da nur rumsteht. Also als eine Division könnte da ja auch noch ein bisschen kämpfen. Gut, sonst fahr du mal darauf.
rein und deckt das hier ab. Jetzt natürlich auch diese Straße und diese ganzen Wege. Unangenehm. Gut, man kann natürlich auch sagen, der stand hier auch nur so rum, falls hier doch mal irgendwie ein Feind vorbeikommt. Aber es ist nicht mal klar, ob die Russen überhaupt Langstreckenlandungsboote haben. Zugegeben, es ist auch nicht hundertprozentig klar, ob er da eigentlich sauber durchkommen würde. Aber jetzt steig du bitte auch auf ein Boot. Ah, der wäre um ein Feld nicht dahin gekommen. Weil du eh noch nichts erreichst, fahre ich erstmal ein bisschen nur an der japanischen Küste entlang. Und demnächst kommst du irgendwo dahin. Muss man jetzt wieder heilen? Alle natürlich irgendwie. Die haben hier wundervolle Versorgungswerte, das heißt, da ist irgendwo ein Hauptquartier in der Nähe. Weil ihr habt ja noch die Artillerie hier stehen. Gut, aber sich den Ort zurückholen und hier in zwei Gegner mit vorbereiteten Angriffen reinlaufen. Mit Artilleriedeckung, ich glaube nicht, dass das übermäßig gesund wäre. Wir richten jetzt wieder hier drüben ein. Schon eine Verschanzung 3. Vielleicht würde ich eine hier oder Verschanzung hin oder. Ihr müsst höchstens dahinter. Oder daran vielleicht. Na gut, den könnte man vielleicht kriegen, wenn hier alle zusammenliegen. Schauen wir erstmal auf den. Kavalleriedivision weniger und gucken dann mal hier. Okay. Zerschlagen, aber der ist auch erstmal auf dem Rückzug. Ja, und du? Ach, die könnten jetzt halt auch hier schon rumkommen, was durchaus dafür sprechen könnte, hier nochmal leicht zurückzugehen. Du das Feld nimmst, du dahin gehst, dann könnte der auch da runterrennen. Ort noch einmal angemalt, gut, das war aber jetzt nicht so das Entscheidende. Könnten wir dich auch noch mal heilen? Dann läufst du da irgendwie rum und dann noch ein Schiff hier wieder stärker machen. 8 Schiff voll finde ich auch ganz nett. Und zwar hier vorne noch ein bisschen, ihn noch leicht. Gut, aber dann sollte die Flotte jetzt eigentlich erscheinen. Ja, aber die russischen Kriegsschiffe, die das blockieren, man hat sie ja kurz gesehen. Aber jetzt steht einer noch eine neue Division. Was sagen denn die Berichte? Das Flotte ist kein bisschen gewachsen. Ah, so, dann. Na gut, die standen mal eine Zeit lang, glaube ich, hier drüben rum. Sozusagen. Dann waren die wahrscheinlich quasi indirekt die ganze Zeit auf der Karte. So, ich habe mich schon gewundert, dass sie die ganze Zeit 10 Schiffe haben, die irgendwie bei Vladivostok rumstehen und nichts machen. Aber nein, das ist dann wohl teilweise auch schon diese Flotte. Uff, hier, ich meine, 6 Schiffe sehen wir schon. Dann gucken wir mal, wie viele wir da schon raushauen können. Wenn das so ein bisschen im Regen steht, ist natürlich unpraktisch. Mal aufklärst, da sind da noch mehr.
Ah, noch ein Schlachtschiff. Und noch ein Schlachtschiff. Zwei, vier, sechs, acht. Also sein, dass irgendwo im Nebel dann noch mehr steht. Also bis zu zwei Schiffe könnten da ja noch sein. Wobei zwei könnten auch wirklich in Vladivostok einfach rumstehen und abwarten. Nur sicher gehen, dass hier die Wege soweit frei sind. Erstmal hier ein Schlachtschiff rauszunehmen. Weil es natürlich mit weniger Kontrollzonen alles ein bisschen einfacher wäre. Und hier hinten, hier kommt ja ein ähnlich viel anderes ran. Ist etwas besser. 6 zu 2 ist ein ziemlich teurer Angriff, aber wir haben auch nicht endlos eigene Angreifer. Wir müssen weg. Und runter auf 2. Das heißt, ein gesundes Torpedoboot sollte den versenken können. Einer von hier unten. Dann gucken wir uns mal das nächste Schiff an. So war das jetzt nicht geplant. Hier oben alle durch mit den Angriffen. Der hatte ja nun auch nicht mehr viel. Du noch mal ran. Ah ja, da ist nebenbei noch ein Schlachtschiff. Wir haben jetzt, glaube ich, schon, dann hatte die neue Truppe tatsächlich 4 davon. Wir haben noch 7 russische Schiffe. 4, 5, 6, 7. Ja, das heißt, in Vladivostok steht überhaupt gar kein Schiff. Die Schiffe, die sie noch haben, das sind alle, die hier draußen sind. Jetzt noch ein Schlachtschiff und Kreuzer. So ein bisschen im Regen. Ja, sonst haut man auf das letzte Schlachtschiff drauf. Möglichst ohne jetzt durch zu viele feindliche Schiffe zu fahren. Damit sind die größten, na gut, bis auf der, aber steht halt ein bisschen im Regen. Viele feindliche Schiffe schon mal weg, dann teilt ihr einfach noch so ein bisschen aus. Die anderen Schiffe, die hier noch sind. Na ja, 4 Schlachtschiffe auf einmal, das ist eine gewisse Flotte. So, du bist eigentlich zu kaputt. Passt mal in einen Hafen, der darf auch im Hafen bleiben. Du könntest noch zuschlagen. Und dich dann auch in einen Hafen verziehen. Die Schiffe da noch wieder ein bisschen weggeben. Wenn ihr euch noch ein bisschen absetzt, wäre das natürlich ganz nett. Dann schauen wir mal. Ein Schlachtschiff, Kreuzer sind noch einige da und ein Torpedoboot. Aber es sieht jetzt auch so aus, als ob die Einheit da durchfahren könnte, wobei die noch einen Zug brauchen wird. Sicher noch hier so nördlich ein bisschen schützend davor stellen, dass da auch Kontrollzone ist, dass keiner die Vision zu sehr verfolgen kann. Ich würde hier eigentlich schon gerne die Karte anmalen, aber es kann sein, dass der Reiter direkt da steht. Oder nicht.
Sehr gut, dann ist das hier schon mal wieder etwas entspannter. 2 zu 6, das klingt gut und wir können ja auch vorher noch mit der Artillerie ein bisschen draufhauen. Noch 3 zu 6, aber das klingt trotzdem gut. Zieht sich zurück. Allzu gut. Ihr habt hier auf denen auch ganz nette Werte, auch wenn ihr langsam mal geheilt werden müsstet. Hier vorne 4 zu 1, ja, da kann man ja auch noch mal draufhauen. Ja, es ist ja noch ein bisschen Geld da. Man könnte dich auch wieder fitter machen. Ja, vielleicht auch wenigstens etwas. Ja, und wenn ihr euch hier irgendwie darum nochmal kümmern könnt, Hauptquartiere stehen hier eigentlich sogar genügend rum, dann kann sich einer dahin stellen, der gerade darum kümmern und dann gehst du in den Ort zurück, um da die Zehnerversorgung zu gewährleisten. Die Division kann vielleicht dahin, wo der Reiter, also demnächst dahin, wo der Reiter steht. Denke ich dann auch ganz gut eingesetzt werden. Wir haben noch eine neue Einheit. Dahin könnten wir uns jetzt aber nichts mehr leisten. Wenn wir jetzt noch ein Voll braucht. Ach komm, wer weiß, vielleicht. Feuerkraft kann man hier ruhig mitnehmen. Ihr bleibt sonst da stehen. Jo, dann ist für den nächsten Zug ein bisschen mehr Geld da. Ist ja auch in Ordnung. Sind ja auch hier wieder genügend Divisionen, die geheilt werden müssen. Gut zugehauen. Zuerst zur See. Also wir wissen, da ist ein Kreuzer, da ist einer, da ist ein Schlachtschiff. Drei Schiffe sind noch woanders. Aber dann will ich jetzt schon mal dieses Schlachtschiff da haben. Frage war hier einer? Okay, der Weg ist schon mal frei. Den hätten wir. Der Kreuzer ist auch weg. Noch einer mit nachsetzen. Der Kreuzer auch weg. Den glaube ich noch zwei. Zwei, also mindestens einer ist so ein bisschen westwärts gefahren, wenn ich es noch richtig gesehen habe. Aber bei vielen Einheiten hier inzwischen die Angriffe auch durch. Ostwärts gefahren meine ich natürlich, was erzähle ich da? Jeder darf mal, er hat noch nicht, ihr habt alle. Okay, und die sind ein bisschen zu kaputt. Ich glaube mal hier eher etwas Richtung Flotte zurück. Stellt euch da mal in die Nähe, damit man sieht, falls der sich bewegt.
könnten auch mal den Hafen und Erfolg tanken. Gut. Das und irgendwo anders ist noch ein anderes Schiff. Aber das wird hoffentlich nicht zu viel Stress machen. Weil du kannst jetzt auch einfach durchfahren. Hätte mich aber auch nicht gewundert, wenn der jetzt exakt das gegnerische Schiff noch getroffen hätte. So, dann sollte diese Division vielleicht darauf und der Reiter eher ein bisschen nach hinten. Dass da wieder alles ein bisschen sicherer steht. Ihr dürft da austeilen. Hätte der Reiter doch. Naja, dass jetzt runter auf einen Punkt ist, waren glückliche Angriffe. Und vielleicht auch zuerst die Artillerie schießen. Der ist weg, aber hier drüben dringend Heilung. Und da ist es doch auch ganz nett, eine volle Kasse gehabt zu haben. Entspannter. So gehst derweil dahin. Oh, da wird einer drin stehen. Kavallerist. Aber ich hoffe, um den könnt ihr euch dann auf Dauer kümmern und dass ihr dann wieder in der richtigen Farbe anmalen. Ach genau, der andere, du fährst nicht durch die Seeminen, danke. Ja, inzwischen auch schon da. Dann haben wir hier wieder ein paar Leute und die Lage. Land entspannt sich doch so langsam und auch zur See. Ist doch wieder deutlich schöner aus. Wer fährt nordwärts weg? Will wahrscheinlich Vladivostok erreichen. Weitere Unruhen in Russland, also deren Moral geht mal weiter runter. Nehmen wir jetzt zumindest mal an, dass das hier. Es kann natürlich auch was, vielleicht was Historisches sein, aber vielleicht ist es auch an die Moral geknüpft. Mehr zu viel da ist. Und weil die große Seeschlacht jetzt vorbei ist, denke ich, fangen wir wieder beim Landheer an. Unterstellt, oder? Tatsächlich, das fällt niemand in Reichweite. Reiter sollte eher ein bisschen hier drüben hin angucken. Dann kannst du ein bisschen hier näher ran. Ihn dann bitte mal unterstellen. Deswegen hatte der nur sogar hatte einen ganz, ganz schlechten Wert. Hat mich ein bisschen gewundert. Aber der haut eh einfach wieder ab. In neuen Divisionen, die hier so reinkommen, kann man jetzt ja auch mal etwas offensiver gehen wieder. Da wird mit Sicherheit einer stehen. Überall. Dann mal den fertig machen. Nur ein wenig darüber kommen. Das war hier eigentlich. Nee, keine neue Division. Aber es sind ja wieder einige da. Jetzt auch mit vorbereitetem Angriff. Ja, gut. Tut schon ein bisschen weh auf Dauer, die Siege, aber ich denke, dass ihr den demnächst dann doch mal ein bisschen kriegt. Jetzt natürlich näher rangeht, um auch den zu kommandieren, dann geht die Versorgung da wieder drastisch runter. Irgendwas ist immer. So, dann haben wir noch unsere Flotte und die Frage. Ja, die Vostok wäre jetzt halt das Ziel. Wenn der Gas gegeben hat, dann ist er vor uns da. Also gekreuzt ist da drüben und man kommt offensichtlich nur noch sehr, sehr schwer an ihn ran.
Aber wenn es jetzt auch nur noch zwei feindliche Schiffe gibt, die sich wahrscheinlich da oben irgendwo aufhalten, kann man vielleicht nachsetzen und auch gucken, ob man die womöglich in den Häfen versenkt kriegt. Weil natürlich nur halb gesunde Einheiten mit sollten. Da stelle ich noch so ein bisschen vor den. Okay, hat ihn zwar jetzt gesehen, aber es ist trotzdem die KI. Das wird, denke ich, schon passen. So viel Geld übrig. Division zurückkaufen. Ja gut, und hier ist nächstes Mal wieder genügend Heilung auch dran. Es ist vielleicht auch weiter ganz nett, ganz viel Geld zu haben. Ist noch einer, schön zu wissen. Das Nachsetzen an der Stelle ist halt weiterhin schwierig. Üben. Ich meine, ihr steht ja beide gut verschanzt. Vielleicht ist es auch erstmal gesünder, euch wieder gesund zu machen. Genauso wie die ganzen Einheiten hier unten und dann ist das Geld auch wirklich weg. Du darfst aber mal da reinreiten und eigentlich auch da reinreiten, wenn du schon kannst. Sonst machen wir dich auch nochmal etwas fitter. 1-1 musst du jetzt nicht angreifen. Aber das läuft dann an der Stelle schon. Geh mal davon aus, dass wir die gegnerischen Schiffe jetzt hier... Okay, da haben die auch noch einen Hafen. Und die Torpedoboote konnten in den Hafen angreifen. Ein russisches Schiff ist hier noch irgendwo. Aber jetzt die ganze Karte zu durchflügen, auch nicht so über den ganz großen Nerv. Immer an. Genau, das ist wieder so eine Verteidigungseinheit, so ein Vor. Er wird sich schon früher oder später zeigen oder ist zuletzt irgendwo in der Ecke verstecken. Also, man ihn jetzt nicht zu sehr jagen muss. Hin und her gekesselt. Ein Problem ist halt weiter, dass die Russen viel zu viele Einheiten haben an Land und bin langsam damit zufrieden, einfach so diesen Abschnitt ungefähr so zu halten, hier und da ein bisschen Kleinkrieg zu führen. Na gut, 1905 ist das Szenario eh zu Ende. Das heißt, es geht jetzt wahrscheinlich einfach darum, das so zu halten, noch auszuteilen, Moral noch runterzukriegen, wird wohl schwierig. Gut, und die Frage, ob das letzte russische Schiff sich noch irgendwie zeigt, aber wenn, dann würde es, denke ich, auch einfach stumpf versenkt werden. Na gut, dann würde ich aber auch an dieser Stelle erstmal wieder sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Bis denn.